Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des täglichen Bhagavatams. Wir treffen uns hier jeden Morgen gemeinsam, immer um 8 Uhr auf Zoom, um aus dem wichtigsten Buch der Krishna-Bhakti-Tradition zu hören, es gemeinsam zu studieren. Neben der Bhagavad Gita ist unser wichtigster Text. Alle diese Bücher wurden übersetzt und kommentiert von His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, dem Gründer Acharya der Internationalen Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein. Und wir sind mittlerweile im 6. Kapitel des 1. Kantos angekommen. Gestern hatten wir den letzten Vers des 5. Kapitels. Heute fangen wir sozusagen ein neues Kapitel an. Ein neues Kapitel vielleicht auch in unserem Leben. Und dafür habe ich heute zwei besondere Gäste eingeladen, nämlich meinen guten alten Freund aus Gießen mittlerweile, unseren Krishna Chaitanya Prabhu, mit seiner Verlobten Bhaktin Jenny. Hare Krishna und vielen Dank für euer Vorbeischauen. Hare Krishna, danke für die Einladung. Und vielleicht ein paar Worte. Das Erste, also über euch oder zu euch, das Erste, was mir mittlerweile einfällt, ist Wisdom Wednesday. Ihr macht jeden Mittwoch, wie man schon hören kann, macht ihr auch ein immer sehr schönes Programm, wo ich auch hin und wieder mal dabei war, auf Zoom. Vielleicht könnt ihr ganz kurz nochmal sagen, was das ist und wie man damit teilnehmen kann. Ja, Hare Krishna. Ja, der Wisdom Wednesday, schön, dass du ihn erwähnst. Das ist ja wirklich mittlerweile so nicht mehr wegzudenken aus unserem Leben auf jeden Fall. Also ja, wir haben das vor circa, ich glaube, 8 Monaten begonnen, das Programm. Zuerst sogar vor Ort hier in dem Haus, in einem Yoga-Raum. Ja, genau, konnten wir das sogar mit echten Menschen stattfinden lassen, genau, bevor dann der Lockdown angefangen hat. Und seitdem machen wir das online, jeden Mittwoch um 19 Uhr. Da gibt's aber auch, dann immer, aber dann auch noch mit echten Menschen. Auch mit echten Menschen, ja, in zweidimensional, genau. Und es ist trotzdem aber sehr, sehr schön und auch sehr persönlich. Also ja, es ist immer ein sehr schöner Austausch. Also wir meditieren immer ein bisschen zusammen und machen zusammen Kirtan. Und dann gibt es immer einen Beitrag von einem Gastsprecher. Wir hatten schon ganz viele tolle Gastsprecher, deutschsprachig, englischsprachig. Ja, also ist immer ganz besonders. Und genau, dann gibt es immer noch Raum für Austausch und ja, einfach ein schönes spirituelles Beisammensein. Das Prasadam, das müssen wir leider selber essen. Ja. Das gab es hinterher eigentlich auch. Das was müsst ihr? Das Prasadam, die spirituelle Speise. Ah, okay, ich verstehe. Ja. Die gibt es normalerweise, wenn wir uns in physisch treffen, natürlich auch. Das ist quasi das Sunday Feast unter der Woche. Ja, ja. Genau, das ist auf jeden Fall ein Nachteil. Den muss man einfach ganz klar aussprechen. Das führt uns ja auch gleich zum Thema. Das ist auch einer der Gründe, um die es heute geht. Ah, okay, genau. Ja, prima. Vielleicht noch mal zu erwähnen, dass ihr euer Zoom-Angebot auch mittlerweile etwas erweitert habt. Was gibt es da noch bei euch in der Richtung? Genau, Mittwoch 19 Uhr ist Wisdom Wednesday und am Montag haben wir den Bhagavad Gita Lesezirkel, wo wir, also das ist kein Vortrag im klassischen Sinne, sondern wir lesen gemeinsam. Jeder kann vorlesen, mitlesen, mitdenken, mitsprechen und wir teilen quasi das, was wir hören, gegenseitig und das ist unser
Lesezirkel, Montag 19 Uhr, Bhagavad Gita. Da sind wir gerade im ersten Kapitel, wo die Schlachtreihen aufgestellt sind und Duryodhan ganz voller Furcht sich überlegt, ups, das war vielleicht doch keine gute Idee, die Pandavas herauszufordern. Und ja, da sind wir gerade mittendrin. Wow. Okay. Und hin und wieder hatten wir sogar schon einen Japa-Workshop. Das kommt vielleicht auch nochmal wieder. Genau, wo du das gerade ansprichst. Ich habe jetzt auch ein paar Japa-Sessions morgens besucht bei Jayadev und Bhaktin Liese in Berlin. Kann ich vielleicht auch mal erwähnen. Die ganzen Zugangslinks, die werden in der Videobeschreibung angegeben. Also da kann man sich bei Jayadev und Liese kann man sich immer von 5 Uhr morgens bis 7 Uhr morgens einfach über Zoom einloggen und dann einfach zusammen mit den Japa chanten. Also es kommen auch einige andere und man sieht einfach, die haben sich auch morgens, sind sie extra aufgestanden, um einfach auf der Japa-Mala, auf dieser Gebetskette Hare Krishna zu chanten. Nur mal so als auch noch mal als ein weiterer Tipp. Ja, vielen Dank. Du sprachst es eben an, Prasadam. Da wollen wir einfach auch mal genau schauen, was uns das Bhagavatam heute sagt. Und bevor wir loslegen, da könnt ihr gerne auch noch mal euer Harmonium aktivieren, fällt mir gerade ein. Chanten wir immer ein paar glückverheißende Gebete, die blende ich euch mal ein. Moment. Hier. Und vielleicht mögt ihr das auch gemeinsam chanten. Sanskrit, Deutsch. Ich glaube, das braucht man euch nicht erklären. Da seid ihr Deutschland führend in solchen Angelegenheiten. Bitteschön. Om Magyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Shakshun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Ich wurde in tiefster Unwissenheit geboren, aber mein spiritueller Meister öffnete mir meine blinden Augen mit der leuchtenden Fackel des Wissens. Ich erweise ihm meine achtungsvollen Ehrerbietungen. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayam Udirayet. Bevor man dieses Srimad Bhagavatam vorträgt, dass das wahre Mittel zum Sieg ist, sollte man Narayan, der höchsten Persönlichkeit Gottes, Narayan Rishi, dem allerhöchsten menschlichen Wesen, Mutter Saraswati, der Göttin der Gelehrsamkeit, und Srila Vyasadev, dem Verfasser, seine achtungsvollen Ehrerbietungen darbringen. Nasta Prayeshva Bhadrishu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naishtiki. Wenn man regelmäßig aus dem Bhagavatam hört und dem rein Geweihten dient, wird alles, was für das Herz leidvoll ist, fast gänzlich vernichtet. Und liebevoller Dienst für den glorreichen Herrn, der mit transzendentalen Liedern gepriesen wird, wird zu einer unwiderruflichen Tatsache. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Ja, man ist fast verführt, euch einfach weiter singen zu lassen für die nächste halbe Stunde. Vielen Dank. Ja, schauen wir uns doch einfach mal den Vers dann für heute an. Und zwar für alle, die ein Buch aus Papier und Karton haben. Das Ganze fängt auf Seite, Moment, ich muss mal kurz schauen, Seite 247 an.
Und das Kapitel heißt Das Gespräch zwischen Narada und Vyasadeva im ersten Kanto. Und wir haben uns einfach heute vorgenommen, 4 Verse durchzunehmen. Da können wir den ersten mal so mit Sanskrit und allem drum und dran, und die anderen, da lesen wir die einfach mehr im Schnelldurchgang durch, weil wir jetzt hier das, wir werden hier wirklich in eine Geschichte eingeführt. Das Srimad Bhagavatam offenbart jetzt auch diese Seite, dass eben auch Geschichten erzählt werden. Wir hatten jetzt viele Verse über die Bedeutung des spirituellen Meisters und des heiligen Namens und über die Gemeinschaft mit Sadhus. Also teilweise auch werden einfach Prinzipien sehr tief erklärt. Aber jetzt sind wir an eine Stelle gekommen, wo einfach mal auch eine Geschichte erzählt wird. Und natürlich diese Geschichte hat auch eine tiefe spirituelle Bedeutung, wie wir erfahren werden. Und es ist eigentlich die Fortsetzung. Also Narada Muni, das werden wir auch gleich noch besprechen. Narada Muni hat bereits angefangen, über sein Leben zu erzählen, aber er kam nur bis zu dem Punkt, wo er eben Gemeinschaft hatte mit den Bhaktivedantas, wie Srila Prabhupada sie beschreibt. Und jetzt an dieser Stelle ist Vyasadev begierig zu hören, ja, wie geht es denn weiter? Und Chaitanya und Jenny, vielleicht mögt ihr ja das Sanskrit, die Wort-für-Wort-Übersetzung, einer von euch kann ja das Sanskrit, der andere oder die andere das Deutsche lesen, und den Vers und die Erläuterung könnt ihr euch ja teilen. Sutta uvacha evam nishamya bhagavan devasya janma karma cha buyapaprachatam brahman vyasa satyavati sutaha. Sutta uvacha. Sutta sagte evam so nishamya hörend bhagavan die mächtige Inkarnation Gottes Devarshe, des großen Weisen unter den Halbgöttern, Janma, Geburt, Karma, Arbeit, Cha, und Bhuyaha, wieder, Papracha, fragte, Tam, ihn, Brahman, O Brahmanas, Vyasa, Vyasadev, Satyavati Sutta, der Sohn Satyavatis. Sutta sagte, O Brahmanas, nachdem Vyasadev, die Inkarnation Gottes und der Sohn Satyavatis, alles über die Geburt und die Taten Sri Naradas gehört hatte, begann er Fragen zu stellen. Erläuterung: Vyasadeva war weiterhin begierig, über die Vollkommenheit Naradajis zu erfahren, und deshalb wollte er mehr über ihn hören. In diesem Kapitel wird Naradaji beschreiben, wie es ihm möglich war, dem Herrn kurz zu begegnen, während er in den transzendentalen Gedanken der für ihn sehr schmerzlichen Trennung vom Herrn vertieft war. Sri Vyasadev sagte, was tatest du, Narada, nachdem die großen Weisen weitergezogen waren, die dich in deinem letzten Leben in wissenschaftlichem transzendentalem Wissen unterrichtet hatten? Erläuterung: Vyasadeva war der Schüler Naradajis, und daher ist es nur natürlich, dass er gespannt war, was Narada nach der Einweihung durch die spirituellen Meister tat. Er wollte in die Fußstapfen Naradas treten, um die gleiche vollkommene Stufe des Lebens zu erreichen. Dieser Wunsch, an den spirituellen Meister Fragen zu richten, ist ein wesentlicher Faktor für den Fortschritt auf dem spirituellen Pfad. Dieser Vorgang wird Sat Dharma Pricha genannt. O Sohn Brahmas, wie verbrachtest du dein Leben nach der Einweihung und wie erhieltest du deinen jetzigen Körper, nachdem du den alten schließlich aufgegeben hattest? Erläuterung:
Sri Narada Muni war in seinem vorangegangenen Leben der Sohn einer gewöhnlichen Dienerin gewesen. Wie er trotzdem in so vollkommener Weise den spirituellen Körper ewigen Lebens, ewiger Glückseligkeit und ewigen Wissens erlangte, ist zweifellos eine wichtige Frage. Sri Vyasadeva bat ihn, dieses zur Zufriedenstellung eines jeden zu enthüllen. O großer Weiser, die Zeit vernichtet alles in ihrem Lauf. Wie ist es also möglich, dass dieses Ereignis, das du vor dem gegenwärtigen Tag Brahmas stattfand, noch frisch in deinem Gedächtnis ist, unbeeinflusst von der Zeit? Erläuterung. So wie die spirituelle Seele selbst nach der Vernichtung des materiellen Körpers nicht vernichtet wird, so wird auch spirituelles Bewusstsein nicht vernichtet. Sri Narada hatte dieses spirituelle Bewusstsein im vorangegangenen Kalpa, während er sich noch in seinem materiellen Körper befand, entwickelt. Bewusstsein des materiellen Körpers bedeutet spirituelles Bewusstsein, das durch das Medium des materiellen Körpers ausgedrückt wird. Dieses Bewusstsein ist von niederer Natur zerstörbar und verzerrt. Das höhere Bewusstsein des übergeordneten Geistes auf der spirituellen Ebene dagegen ist ebenso gut wie die spirituelle Seele und wird niemals vernichtet. Super, vielen Dank. Ja, sehr interessant. Und wie ich eben schon sagte, der Narada, der Vyasadeva möchte jetzt hören, wie es weitergeht. Vielleicht könnt ihr noch ein bisschen erklären, wo fand dieses Gespräch nochmal genau statt? Ist vielleicht auch nochmal interessant zu wissen, wo das Ganze hier sich zugetragen hat. Soweit ich weiß, im Himalaya. Ich nehme an, Badarik Ashram habe ich was gelesen, aber korrigiert mich, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber Badarik Ashram müsste das sein. Das hoch in den Bergen, in einer Art Höhle. Ja. Hier ist der Eingang. Ich sitze heute noch, soweit ich weiß. Moment, vielleicht kann man das hier. Ja, wir also, können es sehen. Ja, weiß ich. Ich habe noch ein besseres Bild, aber das ist hier so weit. Das ist so groß. Da muss ich noch mal. Ja, es ist eine Höhle, ne, im Himalaya, glaube ich. Die kann man heute noch besuchen. Ja. Und ja, also ich finde das schön. Wir kennen das ja so aus unserem Leben. Wie hast du denn das Krishna-Bewusstsein kennengelernt? Diese Frage, die man sich oft irgendwann mal stellt und lustigerweise auch diese großen Persönlichkeiten wie Vyasadeva und Narada Muni, die stellen eigentlich ähnliche Fragen. Ja, wie bist du eigentlich zum Krishna-Bewusstsein gekommen? Und Narada Muni, muss man dazu sagen, der fing ganz von alleine an, das zu erzählen. Aber jetzt hat er den Vyasadeva heiß gemacht. Er hat ihm erzählt, dass er bei seiner Mutter, einer alleinstehenden Mutter, gelebt hat als kleiner Junge, dass dann die Sadhus in der Regenzeit vorbeigekommen sind und dass dann die Mutter ihnen eine Herberge angeboten hat und ihnen auch sie auch beköstigt hat. Und der kleine Narada Muni, wie immer er von seiner Mutter genannt wurde, der half der Mutter dabei. Das hat er nicht gesagt, oder? Wie er hieß? Nein, wäre interessant zu erfahren. Spitzname. Genau. Wer weiß, vielleicht hieß er ja auch tatsächlich Narada von seiner Mutter aus. Und hat dann der Mutter geholfen, zum Beispiel das Essen vorzubereiten, den Tisch zu decken oder auch die Plates sauber zu machen. Ja, und hat dann von den
Sadhus, von diesen Heiligen, wurde er dann unterwiesen. Die fanden Gefallen an ihm und haben ihn in spirituellem Wissen sozusagen ausgebildet oder, wie wir hier hören, sogar eingeweiht. Was fällt euch dazu ein? Er war auch ganz einfach, also er war nicht wie die gewöhnlichen Kinder, die sonst spielen und viel, ja, einen ganzen Tag lang reden. Also er war recht schweigsam, er hat nur so viel gesprochen, wie unbedingt nötig, und er war ganz, ja, demütig und hilfsbereit. Also er war schon, glaube ich, in dem Leben schon auch ein außergewöhnliches, braves Kind sozusagen. Das haben die Brahmanas, fanden das als sehr angenehm. Mhm. Genau, das kennen wir ja auch von uns. Zum Beispiel, wenn jemand neu kommt in die Gemeinschaft von Gottgeweihten, der Pracharananda, der war hier gerade zu Gast vor ein paar Tagen, und er kam zu einem Rainbow Gathering, ging dann zum Buchtisch von den Devotees, also hatte das erste Mal mehr oder weniger Kontakt mit den Devotees und sah ein Buch, Sri Ishopanishad, aber er sprach es so aus, Shri Ishopanishad. Und fragte dann den Devoti hinter dem Buchtisch, was das für ein Buch sei und was das bedeutet. Und dieser Devoti, der war so clever, der antwortete, setz dich hin, also dieses am Ende dieses Sit, Upanishad, hat er dann so ausgelegt, setz dich hin, halt den Mund und lies aufmerksam. Und das hat er dann auch gemacht und hat dann für sich so mal erkannt, okay, jetzt muss ich einfach mal zuhören, was die Devotis oder was dieses Buch hier mir zu sagen hat. Ja, ja, was vielleicht auch noch interessant ist, Vyasadev hatte jetzt, offenbart jetzt diese Begeisterung vom spirituellen Meister zu hören. Vielleicht könnt ihr dazu etwas sagen. Wieso ist es wichtig, begierig zu sein, von einem spirituellen Meister zu hören? Es ist die Voraussetzung, dass wir, also wir haben ja in der Erläuterung auch gelesen, dass es ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist, vom spirituellen Meister die richtigen Fragen zu stellen. Und ich habe erst letztens in einem Seminar gehört, dass es nicht so wichtig ist, immer die richtigen Antworten zu geben, sondern viel wichtiger ist es, die richtigen Fragen zu stellen. Also nicht nur dem spirituellen Meister, auch unseren Mitmenschen und in Lebenssituationen. Wenn wir empathisch sein wollen, ist immer dieses Satzzeichen von einer Frage, ist ja wie so ein Haken. Und mit diesem Haken, wenn man den umdreht, damit bekommt man praktisch Antworten oder man kann dort Dinge aufhängen und quasi hervorholen. Ja? Und zum Beispiel kennt ihr vielleicht auch, dass viele Antworten, wenn jemand nicht weiter weiß, braucht er weniger Ratschläge als vielleicht eher die richtigen Fragen, wie er zu seinem Ziel kommt, weil die Antwort ist ja schon in seinem Herzen. Und darum ist, richtige Fragen zu stellen, wichtiger als Antworten zu geben. Mhm. Deswegen haben wir auch einen Mund und zwei Ohren, um erstmal zu hören, was sagt denn der andere eigentlich? Und dann stellt man halt eine Frage. Und diese transzendentalen Gespräche mit Fragen und Antworten, heilige Gespräche, die ziehen sich ja durchs ganze Bhagavatam, Bhagavad Gita. Es sind immer Gespräche, wo einer eine Frage stellt. Und die Frage an den spirituellen Meister ist insofern wichtig, weil er eben transzendentales Wissen nicht nur irgendwie auswendig gelernt hat, sondern das tatsächlich erfährt. Das heißt ja in der Bhagavad Gita, dass die spirituellen Weisen, man soll demütig Fragen stellen, weil sie Tattva Darshan haben. Sie sehen die Wahrheit, die absolute Existenz aller Seelen, die spirituelle Welt können sie sehen und wahrnehmen. Und sie handeln auch in dieser Realität. Mhm. Und indem wir Fragen stellen, verbinden wir uns mit dem Bewusstsein der Person, weil wenn ich dann die ganze Zeit nur rede, dann kann ich mich mit der Person nicht verbinden. Wow. Deswegen ist es wichtig, Fragen zu stellen. Also dieses umgekehrte Fragezeichen ist ja auch im Spanischen. Ne? Wenn eine Frage gestellt wird, dann wird einmal das Fragezeichen umgedreht und dann am Ende ist es so wie bei uns. Also
wird tatsächlich angewendet in einigen Sprachen, was du eben sagtest. Damit kann man transzendentales Wissen fischen. Wieso? Also nicht Fische, sondern halt transzendentales Wissen mit so einer, mit der richtigen Frage. Das ist auch nochmal wichtig. Man kann natürlich auch viele Fragen stellen. Wichtig ist natürlich, die Fragen in Bezug auf die Seele und auf Krishna zu stellen. Das haben wir ja am Anfang vom ersten Kanto auch gelernt. Ne? Es werden immer viele Fragen gestellt in dieser materiellen Welt. Wo ist mein Haus? Wo ist mein Futter? Wo ist meine nächste Sinnbefriedigung? Diese Fragen sind hier nicht gemeint, sondern die Fragen nach der Transzendenz. Ja. Wow. Also ich glaube, ihr habt ja auch schon ein bisschen vorgespickt, was da noch alles passiert in diesem Kapitel. Vielleicht könnt ihr uns da schon so einen kleinen Teaser geben. Was passiert mit Narada Muni? Was passiert mit ihm? Na, auf jeden Fall ist Vyasadev, wie du schon sagtest, er wollte wissen, ja, wie bist du genau zum Devotee geworden? Wie hast denn du diesen unglaublichen spirituellen Körper jetzt bekommen und dieses Wissen? Und dann erklärt später im Kapitel Narada Muni, dass er eben fortgegangen ist. Also er hat den Körper verlassen und ist so durch die Welt gegangen und kam an viele wunderschöne Orte vorbei und war dann ganz viel unterwegs. Das wird dann auch beschrieben in den folgenden Versen. Als dann kleiner hat er sich Junge, ne? Wo er als kleiner Junge quasi den Übergang macht. Und dann setzt er sich halt hin und meditiert ganz lang. Und dann erscheint Krishna einmal nur für kurz im Lotus seines Herzens und er ist total erfüllt. Und aber dann verschwindet Krishna wieder. Und da erklärt Narada Muni dann auch, warum sich Krishna halt nur kurz zeigt, weil er seinen Devoti ermutigen möchte, sich auf die Suche zu machen. Und ich glaube, da haben wir alle auch mehr oder weniger so eine ähnliche Erfahrung. Das kam mir sofort in Gedanken, wo ich das gehört habe, dass besonders Lord Chaitanya auch in diesem Kali Yuga so barmherzig ist, dass er jedem Gottgeweihten, der sich irgendwie sich ihm nähert, so eine Offenbarung schenkt, die man dann aber nur für sich persönlich bekommt und die auch nicht sehr lange dauert, aber die ausreichend ist, um uns so aufzuwecken, dass wir das nie wieder vergessen können. Und so ging es auch Narada Muni, dass er konnte das einfach nicht mehr vergessen, diesen Darshan von, also dieses Krishna von Angesicht zu sehen. Das ging ihm nie wieder aus dem Kopf und seitdem war er immer begeistert, über ihn zu hören und noch mehr zu erfahren. Und ja, das ist in diesem Kapitel, was jetzt kommt, wird das genauer beschrieben. Jenny, wurdest du auch schon mal so angefixt, würde jetzt der Junkie sagen? Genau. Ich mach hier mal die Gardine zu, das blendet. Ja, ich sehe gar nichts mehr. Also transzendental angefixt, um es mal. Transzendental angefüttert, angefixt. Ja. Ja, also wie Krishna Chaitanya ja gerade schon erwähnt hat, also Lord Chaitanya ist so gnädig, dass er nicht zuerst von uns verlangt, dass wir uns ergeben und dann uns quasi Geschmack gibt im heiligen Namen, sondern also bei ihm ist es quasi umgedreht. Also er gibt uns erstmal so einen Einblick quasi, also was das eigentlich bedeutet, so ja, den heiligen Namen zu chanten und daran wirklich Freude zu haben. Und dann danach kommt halt, der Moment des der Prüfung sozusagen, okay, möchtest du das wirklich, möchtest du wirklich Krishna und ja, den Sadhana wirklich stetig machen, so. Also ja, das ist auf jeden Fall eine unglaubliche Gnade, die ich auch erfahren durfte am Anfang des Krishna-Bewusstseins, also wirklich mit so viel Freude Kirtan zu machen und erfahren zu dürfen. Und also ich habe das Krishna-Bewusstsein ja in Australien kennengelernt und da haben wir auch sehr viel Harinam gemacht
Und das war immer so unglaublich, also so eine unglaubliche Erfahrung für mich, weil ich so etwas in dieser Form einfach noch nicht annähernd erlebt hatte. Ja, und ich glaube, wahrscheinlich teilen das auch einige hier in dem Zoom-Call, diese unglaublichen Kirtan- oder Harinam-Erfahrungen, die einfach so unvergleichbar sind mit irgendetwas anderem, was man schon mal erlebt hat. Und ja, ich glaube, das war das, was mich wirklich so angefixt hat, transzendental angefixt hat, dieses Erlebnis vom gemeinsamen Chanten, vor allem auf der Straße, das, ja. Genau. Also du hast das in Australien erst richtig so kennengelernt, das Krishna-Bewusstsein. Genau, ja. Du, also du bist über, du bist eine singende Hare Krishna-Gruppe, der bist du aus Versehen in die Arme gelaufen, in irgendeiner Fußgängerzone. Nee, tatsächlich nicht. Also ich bin selber zum Tempel gereist sozusagen, um da so als Freiwillige zu arbeiten auf dem Feld, also in so einer in so einem Eco-Village, also in New Govardhan heißt das. Genau. Und da gibt es doch so einen Fachausdruck, ne? Diese Leute, die so von Bauernhof zu Bauernhof ziehen, um ein bisschen zu helfen. Sie können dort kostenlos, kriegen sie dort alles, Unterkunft, Essen, aber helfen eben so Kartoffeln ausbuddeln. Da gibt es doch so einen Fachausdruck. Ja, also Woofing, ja, heißt es unter anderem. Du genau. warst also ein Woofer. Ja, genau. Was heißt das übersetzt? Willing workers on free basis. Ja, irgendwie sowas. Ja. Wir finden das raus, wir googeln das. Das gibt es in Deutschland auch, ne? In Golokadam und. Ja, genau, in Golokadam. Ich glaube, Amelie hatte da auch schon eine Erfahrung. Du hattest das geteilt letztes Mal bei Muslim Wednesday. Ja. Nia ist auch von da, ne? Genau, Nia auch. Also, Freund von uns. Ja. Super. Ich glaube, ich sollte das auch werden. Ich sollte auch ein Woofer werden. Lohnt sich sehr, ja. Ja. Super. Ja, und Chaitanya, du sprachst vorhin davon, dass das Prasadam eben auch in dieser Geschichte interessanterweise auch gleich eine größere Rolle spielt. Also gleich in der ersten Geschichte, kann man sagen, die wir im Srimad Bhagavatam vorfinden, ist geweihte Speise gleich auch schon ein Thema. Ist doch erstaunlich, oder? Ja, essen muss ja jeder, ne? Du bist doch in Deutschland die Autorität für Prasadam essen. Nein. Kleiner Scherz. Autorität für gar nichts. Ich wollte noch kurz ergänzend diese, gerade weil Jenny Kirtans erwähnte, und ich kann mich noch genau erinnern, die ersten Sonntags, also in Berlin war es immer samstags, also wir hatten einen kleinen, klitzekleinen Tempel im Prenzlauer Berg. Und da kam ich dann dazu und das Erste, was mich so fasziniert hatte, war wirklich diese Kirtan, diese Musik. Das hat mich, dieses Mantra hat mich so beschäftigt. Ich dachte mir, dass das kommt nicht von dieser Welt. Also woher kommt dieser komische Klang? Das ist so sweet, so süß. Und dann haben alle gemeinsam gesungen und ich habe diese Verbindung gespürt. Und wie, also vielleicht kennt ihr das auch noch von den ersten Kirtans, die ihr miterlebt habt. Also nicht nur vom Computer, so wie heutzutage im modernen Corona-Zeitalter, sondern halt einen richtigen Kirtan, wo man zusammensitzt und auch alle gegenseitig hört. Das hat so viel Kraft. Das ist der Yuga Dharma, das gemeinsame Chanten und Verbinden mit Krishna. Also das hat mich völlig überwältigt damals. Mhm. Und das war seitdem nie wieder so. Also das ist ganz anders. Man kann das ja auch nicht kontrollieren. Wir sind nur Diener des heiligen Namens, Diener der Geweihten, und manchmal macht Krishna halt den Vorhang auf wieder ein bisschen mehr und dann macht er ihn wieder zu. So, es ist bei uns noch nicht ganz konstant, dieser
Krishna zu sehen. Mhm. Hm. Das wollte ich noch dazu sagen. Und zum Prasadam tatsächlich, ja. Das war ja auch immer dabei bei den ersten Festen. Ich weiß noch, da lief Jayadev durch die Reihen durch mit so einem Eimer und hat gesagt, esst mehr Halava, esst mehr Halava. Er ist irgendwie nicht losgeworden. Und ich war auch überwältigt von dieser Gastfreundschaft, dass man da einfach so einen Teller hingestellt bekommt mit Reis und Gemüse und Salat. Also es war jetzt nicht ein 10-Gänge-Menü, aber es war trotzdem diese Geste einfach, ein ganzes Menü hinzustellen abends. Das hat mich auch sowas von beeindruckt. Ohne irgendwas zu verlangen, wo nicht am Eingang drinsteht, 5 € Eintritt oder sowas. Diese Liebe, oder also das hat mich wirklich seitdem immer wieder fasziniert, dass diese Stimmung. Und bei Narada Muni war es so, er hat auch, glaube ich, seiner Mutter geholfen, das Prasadam an die Brahmanas auszuteilen, soweit ich weiß. Und sie haben es aber immer aufgegessen. Und einmal ist was übrig geblieben. Und da hatte die Überreste von den Brahmanas gegessen. Nur einmal, habe ich vorhin gehört. Und das war mit einer der Auslöser, dass er von seinen ganzen Karma und Sünden, die er aufgeladen hatte, noch von vorherigen Millionen von Leben, dass das auf einmal beseitigt war. Durch die Kraft des Prasadams, durch das Maha-Maha-Prasadam. Also es gibt ja einmal das Prasadam, was direkt vom Krishnas Altar kommt. Und dann das Prasadam, was der spirituelle Meister angenommen hat. Und davon die Überreste nennt man dann Maha-Maha-Prasadam. Das ist also, Prasadam ist Barmherzigkeit und Maha ist große Barmherzigkeit. Und Maha-Maha, wenn man das multipliziert, dann ist das nochmal eine überaus unvorstellbar, unermesslich riesige Barmherzigkeit. Und das heißt, wenn man Nahrung von solch fortgeschrittenen Seelen akzeptiert, dann erlangt man auf sehr einfache Weise die wunderbaren transzendentalen Eigenschaften dieser Person, weil alles, was sie berühren und tun, wird mit ihrem Bewusstsein durchdrungen und wir bekommen dann etwas davon ab. Da gibt es auch eine schöne Geschichte von Srila Prabhupada, wie er einmal ein Khichdi gekocht hat. Also Khichdi ist ein ganz einfaches Reisgericht mit Mungbohnen und Gewürzen und ganz simpel. Es war wirklich super simpel. Bisschen Gemüse manchmal ja, auch, ne? Genau, das ist so ein Standard-Mahlzeit in Indien auch. Und die Devotees haben das akzeptiert und weil Srila Prabhupada das gekocht hatte für Krishna, saßen alle nur da und haben einfach nur diesen Geschmack versucht zu. Es hat keiner was gesagt, weil alle waren still und waren einfach fasziniert von diesem transzendentalen Geschmack. Also Prasadam ist sehr, sehr, sehr powerful. Ja. Ich hatte auch mal gehört von einem Prabhupada-Schüler, der hat dann mal von Srila Prabhupada persönlich gekochtes Prasadam gegessen. Und er hat dann erzählt, seitdem läuft er durch die Weltgeschichte und versucht irgendwie diesen selben Geschmack wieder zu entdecken. Also da sind wir wieder beim Junkie-Thema. Wir werden alle zu spirituellen Junkies. Also wenn man einmal mit dem Krishna-Bewusstsein so eine Erfahrung gemacht hat, dann spürt man einfach, dass man das auf der materiellen Ebene findet, man nichts Vergleichbares. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ja, und einmal kann ich mich erinnern, da waren wir in Korsnarsgat beim BBT in Schweden eingeladen. Da war ich mit Mangalananda da gewesen. Und Dara hatte da gekocht. Einige kennen sie ja von euch, die war schon auch mal bei dir zu Besuch jetzt hier, ne? Ja. Dara, genau. Und sie ist eine wunderbar transzendentale Köchin. Also die Sankirtan-Seminare bei Mangalananda, da gab es dann eine Woche lang jeden Tag irgendeine andere Nationalität. Also mal war es chinesisch und dann hat sie auch alles dekoriert mit wie in China und mit so Stäbchen gegessen und die ganzen Gerichte. Das war unglaublich. Dann war es wieder Mexiko als nächstes Thema und wow. Dann waren wir
Dann war es ein Tag natürlich indisch mit Paneer, Sabji, ja, Käse und so. Also Dara ist wirklich der Prasadam Acharya im deutschen Yatra, möchte ich, ohne dabei zu übertreiben. Oder die Acharyarin, um politisch korrekt zu sein, Acharyarin, ich weiß nicht, was im Sanskrit heißt. Jedenfalls waren wir eingeladen beim BBT, weil dort ein großes Meeting war. Da kamen einige Gurus und Swamis und das war zusammen mit Krishna Nam, Nikunjavasini, die Frau von Varaha, und Sven, der Mann von Samira, genau. Wir waren dort gewesen und wir waren praktisch das Kochteam für Dara. Wir haben sie unterstützt dabei, in der Küche gekocht und haben quasi, glaube ich, 5 Tage lang jeden Tag ein schönes Menü gekocht und dann auch die, ja, ich sag mal, heiligen Sadhus da bedient, also Frühstück vorbereitet, Mittag alles immer vorbereitet, und das war halt irgendein wichtiges Meeting zum BBT. Jayadvaita Maharaj war da und einige andere, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, das ist schon eine Weile her. Aber das war auch ein sehr, sehr schöner Dienst, den man da machen durfte, und das, ja, das ist nur, an was ich mich erinnern kann. Ja, ist auch interessant, mit solchen Devotis zu kochen, ne, die so diesen Kochservice so verfeinert haben. Ich kenne auch eine Devoti-Frau aus Weimar, ihr Name war oder ist Katharina, und die hat gar nicht viel gechantet und auch nicht viel gelesen. Die hat wirklich von morgens bis abends gekocht. Ich glaube, sie macht es heute immer noch so, falls sie hier mal zuschaut, Hare Krishna. Und sie hat gesagt, das ist für mich meine Meditation an Krishna. So mit den Gewürzen und mit dem Gemüse. Da bin ich Krishna ganz nah dran. Ja, soll es geben. Ja, Vajendra Kumar ist auch ein hervorragender Experte im hingebungsvollen Kochen. Also wenn du ihn mal schaffst einzuladen, bei dir kann ich dir nur empfehlen, also falls es nicht schon geschehen ist. Er war letztens hier und hat auch davon erzählt, dass Kochen an sich so absorbierend ist, weil man da physisch tätig ist und ganzen Rasas, Geschmacksrichtungen da kombinieren kann und das Ganze für Krishna machen kann. Also wir finden im ganzen Bhagavatam immer wieder Stellen, wo Prasadam eine wichtige Rolle spielt. Spätestens auch beim Govardhan-Lila und Chaitanya-Lila, also überall, wenn da die Beschreibung von Prasadam kommt, dann ist man erstmal 5 Seiten beschäftigt und muss erstmal übersetzen, was das alles heißt. Die Speisen, die da beschrieben werden, ja. Oder wenn Lord Chaitanyas Tag anfängt, heißt es in den Spielen, dass er erstmal morgens nach dem Aufstehen nimmt er ein Bad in der Ganga und dann wird erstmal Frühstück gekocht, 2 Stunden von Sachi Mata und den ganzen Gottgeweihten. Das ist ein unglaubliches Lila, was da passiert. Also ja, super. In der spirituellen Welt wird niemand verhungern, das ist sicher. Genau. Super. Und was ja auch schön ist, keiner muss aufgrund des Essensvorgangs leiden, ne? Hier in dieser Welt, was für ein Leid da entsteht, nur weil die Menschen nicht genau wissen, wie sie vernünftig sich ernähren. Ja. Ja, prima. Ich schaue so langsam auf den Glockenturm. Der Sinisha hat das hier auch noch mal bestätigt, was wir heute hier besprochen haben. Wenn man einmal in diesem Leben den Segen des Herrn hatte, einen Tropfen seiner Barmherzigkeit zu kosten, dann ist es um einen geschehen. Das kann man nicht mehr vergessen. Es verfolgt einen bis zum Ende dieses Lebens. Man könnte es ein wenig mit der ersten Liebe vergleichen. Die vergisst man auch nicht mehr. Okay. Alle Ehre zu Sri Sri Guru und Gauranga. Ja, das so abschließend bestätigt das auch die Bhagavad Gita, und den hatte ich dazu rausgesucht, zu dem Thema auch an. Bei dieser Bemühung gibt es weder Verlust noch Minderung, und schon ein wenig Fortschritt auf diesem Pfad kann einen vor der größten Gefahr bewahren. Das sagt Narada Muni auch nochmal an anderen Stellen, dass es eben bei dieser Bemühung
Ich glaube, im letzten Kapitel am Ende sagt er das. Das ist so wichtig, dass du jetzt ein bisschen über die Spiele des Herrn schreibst und nicht nur über Religiosität im Allgemeinen. Und ja, er hatte ja die Veden aufgeschrieben und eingeteilt. Und das war alles so ein bisschen technisch und wie die materielle Welt funktioniert und wie man die Hymnen singt und so. Aber Narada Muni meint, wir brauchen das, was uns Freiheit von Geburt und Tod gibt. Und das sind eben die Herrlichkeiten des Herrn. Und wenn man die einmal hört, dann oder einmal irgendwie erfährt, dann geht das nie wieder verloren und bringt das Lebewesen quasi mit Gewalt zum Herrn zurück. So sagt auch Rupa Goswami im Nektar der Hingabe, dass hingebungsvoller Dienst so mächtig ist. Deswegen schreib unbedingt über hingebungsvollen Dienst, über den Service zu Krishna, dass der hat so viel Kraft, das ist das Allerwichtigste. Und alle anderen Tätigkeiten kulminieren in diesem hingebungsvollen Dienst. Also ob man Entsagung ausübt oder Spenden gibt oder versucht, Wissen sich anzueignen. All das enthält quasi die Tätigkeit hingebungsvoller Dienst schon von vornherein und ist sogar noch viel überragender in der Hinsicht. Und ein letzter Punkt von Srila Prabhupada in einer Lecture zum Anfang des sechsten Kapitels. Da hat er den Devotis in Amerika, er war im Tempel und hat gesagt, everyday investment, you do everyday investment, like es ist 1 Cent, du investierst jeden Tag 1 Cent in die Dose, wenn du hierher kommst und Bhagavatam von uns hörst, dann investierst du 1 Cent, so wie Narada Muni gehört hat, Bhagavatam, jeden Tag hat er die Weisen gehört und immer 1 Cent investiert, jeden Tag, hat Prabhupada gesagt. Und nach einiger Zeit wirst du $100 haben. Und dann kannst du das Business übernehmen. Da haben alle gelacht. Aber er hat gesagt, wenn du diese $100 hast, dann wirst du ein Devotee sein. Und dann werden wir auch in der Lage sein, in dem Fußstapfen zu folgen von Narada Muni. Das fand ich sehr schön, wie er das erzählt hat. Und da hat er den Punkt gemacht, you invest every day 1 Cent, du willst niemals etwas verlieren. Also, wenn ihr bei Param Shriyas Bhagavatam Podcast jeden Tag 1 Cent investiert, ihr werdet reine Gottgeweihte am Ende eures Lebens. Okay. Ja. Prima, vielen Dank. Dann würde ich sagen, schauen wir, wie es morgen weitergeht. Morgen zahlen wir dann den nächsten Cent ein. Morgen haben wir auch unseren sogenannten Sankirtan-Sonntag, nennen wir ihn jetzt. Ihr nennt euren Mittwoch Wednesday Wisdom oder Wisdom Wednesday und wir nennen unseren Sonntag mittlerweile Sankirtan-Sonntag. Wir lesen da nämlich immer gemeinsam die Sankirtan-Buchverteilerliste vor. Und erst habe ich so gedacht, als wir damit anfingen, ja, da liest man dann halt so eine Liste runter, ist das jetzt wirklich interessant für die Teilnehmer und Zuschauer. Aber interessanterweise, wir haben das jetzt letztes Mal zum dritten oder vierten Mal gemacht, stelle ich fest, dass es alle irgendwie immer ergreift. Und auch auf YouTube, ihr kennt das vielleicht, als YouTuber kann man sich anschauen, wie die Zuschauer am Ball geblieben sind. Chaitanya, ich glaube, du weißt, was ich meine. Da gibt es so eine Analyse, da kannst du dann dir deine eigenen YouTube-Videos analytisch anschauen, wann die Zuschauer so irgendwie abgesprungen sind von deiner Sendung. Und da dachte ich so, da springen wahrscheinlich einige ab. Aber nein, die Kurve bleibt konstant gleich. Und da ist auch irgendwie, was wir vorhin besprochen haben, wenn man jetzt so eine weltliche Liste sich anschaut, dann nach dem dritten Mal fängt einen an, die zu langweilen. Aber die Buchverteilerliste von Srila Prabhupads Büchern, die hat irgendwie auch eine andere Energie. Und da wollte ich euch noch mal drauf hinweisen. Ich habe das jetzt nicht dabei, aber bei der letzten Folge habe ich ein Buch in die Kamera gehalten von Srila Prabhupads Aussagen über Buchverteilung. Das gibt es morgen zu gewinnen. Wer morgen das erste Mal auf der Liste ist, der nimmt teil an dem Gewinnspiel. Prima, dann würde ich sagen, ihr könnt ja vielleicht zum Abschluss noch mal euer Harmonium aktivieren.
Ich bedanke mich. Adam, ja. Bitte? Wir danken euch auch ganz herzlich fürs Zuhören und für eure Segnung, dass wir hier sprechen dürfen. Also vielen Dank. Ich bedanke mich auch ganz herzlich an alle live dazugeschalteten Zoom-Teilnehmer. Wenn ihr auch live dabei sein wollt, ich spreche jetzt zu den YouTube-Zuschauern. In der Videobeschreibung findet ihr den Zugangslink und schaltet gerne einmal eure Mikrofone ein, gerne auch eure Kameras, dann können wir einmal hier zusammen einen Kirtan singen und die YouTube-Zuschauer sehen, wie wir alle zusammen chanten. Ihr nehmt daran an, sozusagen an der Verbreitungsmission des Heiligen Namens teil. Also nicht zu unterschätzen, auch mal seine Kamera einzuschalten. Es ist sozusagen ein Statement. Ja, auch ich singe Hare Krishna. Okay, let's go. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Shri Yuga Dham, Hari Nam, Sankirtan, Yajna Ki. Hare Krishna, Hare Hare Go. Antarachimad Bhagavatam Ki. Jai. Vielen Dank. Und hoffentlich bis morgen. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.